Diese Sendung wird ein bisschen länger werden. Wir besprechen drei Stürme bzw. Orkane und machen sozusagen zwei Sendungen in einer. Wir kümmern uns auch mal wieder ein bisschen um andere Themen am Ende der Sendung, zum Beispiel auch der mittelfristige Ausblick und der kurze Rückblick mal auf die erste Monatshälfte. Jetzt beschäftigen wir uns aber erst einmal mit den Stürmen bzw. Orkanen. Grüße Sie und grüße euch, und da sind alle guten Dinge in Anführungszeichen drei. Es ist ein dritter im Bunde am kommenden Montag. Auf den Isobarenkarten sieht er ziemlich heftig aus, auf den Wetterkarten. Und schauen wir mal, ob der wirklich so heftig wird. Wir beginnen jetzt erst einmal mit dem Überblick. Jetzt habe ich alle Modellberechnungen so gut es geht zusammengefasst, ganz grob. Morgen der Sturm bzw. Orkan, den vergessen wir manches Mal ein bisschen und wir schielen immer so sehr auf den Freitag, den sogenannten Schnellläufer. Der morgige Tag, der hat es ganz schön in sich. Rund um die Nordsee und Ostsee sowie vom Harz über Thüringen bis nach Sachsen rein und ins Riesengebirge, da haben wir Windspitzen von 110 bis 130 Kilometer pro Stunde, auch im Flachland. Da wird es sicherlich den einen oder anderen Baum umnieten. Ansonsten verbreitet im Norden und in der Mitte 90 bis 110, südlich davon unter 90 Kilometer pro Stunde. Und es gilt, auf den Bergen ist das ganze Meer. Nochmal, das ist ein grober Überblick. Das sind nicht Einzelwerte. Natürlich kann es auch irgendwo hier, beispielsweise im Schwarzwald, auf der Alp, Hohenpeißenberg, Auerberg, auch mal Windspitzen von über 90 geben, aber eben nicht so verbreitet. Und dann haben wir den Freitag. Das deutsche Modell Icon ist so ein bisschen so ein Ausreißer, tanzt manches Mal aus der Reihe und hat jetzt den Schnellläufer noch weiter im Süden berechnet. Das heißt, das Windfeld kommt noch weiter südlich als ursprünglich geplant, hat sich aber gleichzeitig ein bisschen abgeschwächt. Die höchsten Windgeschwindigkeiten bekommen wir von den südwestlichen Niederlanden und Belgien über Luxemburg bis in den Westen Deutschlands sowie vom Erzgebirge über den Böhmerwald bis in den Bayerischen Wald mit 110 bis 130 Sachen, an der belgischen und niederländischen Nordseeküste auch über 130. Das ist hier ziemlich heftig. Dazwischen sonst 90 bis 110 und im Norden weniger, im Süden weniger. Der Alpenraum ist sowieso relativ fein raus. Wäre für die Küsten eine ideale Lösung nach dem deutschen Modell Icon. Und das amerikanische GFS-Modell hat den Sturm wieder nach oben verfrachtet. Und so sind wir an der See dran. Mit einem Monstersturm hier oder vielmehr Orkan auf der See mit mehr als 130 Kilometer pro Stunde an beiden Küsten, sowohl an der Nordsee als auch an der Ostseeküste, im Binnenland im Nordwesten, auch in den Benelux-Ländern und im Nordwesten Deutschlands eben 110 bis 130 und dann abstufenderweise immer weniger weiter nach Süden, auf den Bergen mehr. Das gäbe hier im nordwestlichen Drittel Deutschlands und an den Küsten schon ein paar größere Schäden nach dem amerikanischen GFS-Modell. Ich kann aber ein bisschen beruhigen, nämlich nach den Ensembles ist das mit der heftigste Lauf, der nicht unbedingt so eintreten muss. Und dann hätten wir noch den Montag, der ja auch ziemlich windig berechnet wird. Was da allerdings an Windgeschwindigkeiten rauskommt, ist dann doch eher, ich sag mal so, ruhiger und zufriedenstellend. 110 plus x gäbe es auf der See, verglichen mit jetzt ist das nichts. Im äußersten Nordwesten 90 bis 110 und dann vom Schwarzwald über die Alp bis nach Oberbayern rein auch 90 bis 110. Der große Rest dazwischen unter 90. Allerdings hätten wir starken bis stürmischen Wind. Es wäre sehr unruhig, aber nicht mehr so brachial. Die Gefahr an diesem Tag wäre, wenn das so kommt, dann Bäume, die am Donnerstag und Freitag einen ganz schön abgekriegt haben und noch nicht umgestürzt sind und da so lose hin und her wackeln, die könnten mit deutlich niedrigeren Windböen dann umstürzen. Wir machen mal kurz ein Zwischenfazit. Es gibt immer noch große Unsicherheiten, vor allen Dingen was den Freitag angeht, durch den Schnellläufer, die Lage des kleinen Tiefs. Das GFS-Modell geht wieder die nördliche Schiene, die anderen schwächen den Sturm ab. Und was ganz wichtig ist, darum machen wir ja immer die Synoptik und die Zusammenschau. All das, was wir jetzt gesehen haben, war in den Ensembles vorhanden. Das heißt, diese bunten Linien, die wir sehen, und da ist ja dieser grüne Hauptlauf immer, der war relativ weit oben und andere Läufe weiter unten. Und all das war eben schon in der Modellentwicklung drin. Es wechselt dann immer nur das Kleid, was in den Wetterkarten gezeigt wird. Trotzdem sind wir noch nicht ganz am Ende mit dem Sturm. Schauen wir noch das europäische EZMWF-Modell an für den morgigen Donnerstag. In der Nacht geht's los mit dem Sturmfeld. Im Nordwesten ist noch kein Orkan.
Im Laufe der Nacht und in den Frühstunden haben wir dann besonders im Bereich der Mittelgebirge schwere Sturm, vereinzelt Orkanböen. Auch auf der Nordsee ist es recht windig. Und den Höhepunkt des Sturms hätten wir morgen tagsüber um die Mittagszeit von Nord- und Ostsee und Schleswig-Holstein diagonal runter bis an den Alpenrand, wo der Leitplankeneffekt dann dazukommen würde, mit Spitzenböen, die hier vom Modell gerechnet werden, 115 Kilometer pro Stunde. Das heißt, das Windigste, was hier auf der Karte ist, ist 115 Kilometer pro Stunde. Also kein voller Orkan mit mehr als 120. Das nur der Form halber, auch noch ganz kurz den Sturm von Freitag auf Samstag rein. Da wären wir wieder in den Niederlanden dran, Westfriesland bis zur belgischen Nordseeküste, im Binnenland, in Deutschland, im Nordwesten wäre es recht heftig und in der zweiten Nachthälfte verschwindet das Ganze ziemlich schnell nach Osten und hätten dann noch in Mecklenburg-Vorpommern an der Ostseeküste Orkanböen, sonst auch deutlich ruhiger. Es hat also eine Abschwächung stattgefunden. Kommen wir jetzt ganz schnell zum Wetter von heute. Wir haben schon wieder mit einem Regengebiet zu tun, das sich ausbreitet am Vormittag auf weite Teile Deutschlands. In den Mittelgebirgen ist es anfangs noch Schnee, auch so im Oberallgäu bis in die Alpen rein. Am Nachmittag zieht sich dieses Niederschlagsgebiet nach Südosten zurück, sonst schwächt sich der Regen ab. Im äußersten Südosten Österreichs kommt mal die Sonne heraus. Hier ist die Schneefallgrenze drin, Riesengebirge, dann Mühl- und Waldviertel, Bayerischer Wald, Böhmerwald, 1000 Meter Höhe, in den Alpen 11 bis 14, im Südwesten sogar 1500 Meter Höhe. Und zum Spätnachmittag und Abend kommt dann ein neues Regengebiet herangezogen. Und da kommt so richtig milde Luft heran und die werden wir bekommen mit Temperaturen dann am Spätnachmittag und Abend um die 13, vielleicht auch 14 Grad, sonst im Norden 8 bis 12, im Süden 5 bis 10, in den östlichen Mittelgebirgen um die 2 Grad. Am Donnerstag, sprich morgen, haben wir am Vormittag noch einige Regenwolken aus der Nacht übrig. Im Hochsauerland und im Oberharz fällt auch nasser Schnee, sonst kommt zwischendurch die Sonne zum Zuge. Im Laufe des Tages ziehen dann die Regenfälle und Schauer immer weiter ab und von Westen her und auch abseits der Schauer im Flachland kommt ein bisschen öfter die Sonne zum Zuge. Und denkt dran, das ist dieser sehr, sehr windige, oft stürmische Tag. Die Temperaturen im Norden 5 bis 10, in den höheren Lagen der Mittelgebirge um 4, im Süden 7 bis 14 und im Osten Österreichs kurzzeitig bis zu 18 Grad. Da haben wir einen Frühlingswind. Am Freitag kommt die eine Regenfront nach Osten voran, dann ist da so ein Dreieck drin. Die eine Front zieht ab, kommt kurz in den Warmluftsektor rein, die nächste Front zieht auf. Das ist so ein Hin und Her. Im Süden hält es einigermaßen Sonnenschein und kompakte mittelhohe und hohe Wolkenfelder. Südlich der Alpen ist es sogar recht sonnig und es wird mild. Die Temperaturen liegen in Mecklenburg-Vorpommern an der Küste bei 4, 5, auch in den östlichen Mittelgebirgen. Ansonsten bei 9 bis 15 Grad und im Südwesten, da sind zwar vom Modell nur 15 Grad eingezeichnet. Die Luftmasse, die wir bekommen, kann am Oberrhein und im Alpenvorland, auch auf der Alp, für 18 Grad gut sein. Es ist ein theoretischer Wert, der möglich ist aufgrund der Luftmasse und der Wetterlage. Muss so nicht kommen, wenn die Wolken zu sehr abschirmen. Aber das Potenzial ist eben da. Schauen wir den Samstag an. Der startet mit Wolken, bringen in den Alpen noch ein bisschen Schnee, nach Osten zu Sonnenschein, wenige Schauer. Im Laufe des Tages zieht es dann im Nordwesten zu und es beginnt zu regnen. Und mit dem Beginn des Niederschlags wird es von Schleswig-Holstein über den Teutoburger Wald und die Mittelgebirge bis dann in den Süden Belgiens und nach Luxemburg kurzzeitig auch mal nassen Schnee geben können. Sonst scheint die Sonne im Südosten Österreichs, gerade ab den Karawanken südwärts, fallen Regen und Schnee. Die Temperaturen liegen im Osten Österreichs, Wien und Burgenland bei bis zu 11 Grad. 3 Grad sind es in den östlichen Mittelgebirgen, sonst 4 bis 9 Grad. Und ihr könnt euch vorstellen, zusammen wieder mal mit Wind fühlt sich das Ganze deutlich kälter an. Ganz kurz noch der Sonntag. Da haben wir so ein Regengebiet von der Nordsee diagonal bis ins Mühl- und Waldviertel. Südwestlich davon Sonnenschein, nordöstlich davon anfangs auch ein paar Wolkenlücken, die sich dann bis zum Abend immer weiter schließen. Die Temperaturen liegen bei 4 bis 11, im Osten Österreichs bei bis zu 14 Grad. Beenden wir jetzt das mit dem Wind und der Wettervorhersage und starten jetzt sozusagen den zweiten Teil der Sendung. Über was haben wir nicht gesprochen? Über das Tagesmittel gestern. Das war mit 5,4 Grad um rund 5,4 Grad höher, als es um diese Jahreszeit immer für diesen Tag üblich ist. Am wärmsten war es im Norden von Rheinland-Pfalz mit 7,9 Grad und am kältesten an der oberen Isar mit minus 0,1 Grad. Und wir sind bei der Monatshälfte. Bis zum 14. sind das die Werte.
Der Februar hat eine Durchschnittstemperatur von 4,08, also 4,1 Grad bisher gehabt und liegt damit 3,7 Grad über dem langjährigen Mittel. Und wenn man sich mal die Strukturen nur verglichen mit den ersten 14 Tagen, nicht mit dem Gesamtmonat, muss man dazu sagen. Im Nordosten viel zu mild, 4 bis 5 Grad, im Südwesten zu mild, aber nicht so extrem. Und das zeigt wieder, hier waren wir eher unter Hochdruck. Und im Nordosten kam immer wieder die Siffluft reingezogen. Und durch die Siffluft kühlt es sich nachts nicht so stark aus. In Sachen Sonnenschein macht sich das auch bemerkbar. Da, wo es gar nicht so warm war, hatten wir aber den meisten Sonnenschein. Wir sind hier schon bei knapp 100%, während wir im Norden und Nordwesten rumhinken. Aber immerhin haben wir die Hälfte des Monatssolls erreicht. Und wieder mal umgekehrt ist es mit dem Niederschlag. Da ist es im Nordwesten am nassesten gewesen. Wir haben deutschlandweit gemittelt immerhin schon 80% erreicht. Ich wollte noch sagen, 50% Sonne sind 37 Stunden und 80% Regen sind 37 Liter. Im Südosten hat es am wenigsten geregnet. Straubing ist, glaube ich, das Schlusslicht mit 5,6%. Da hat es bisher im Gäuboden so gut wie noch keinen Regen und oder Schnee gegeben. Jetzt stellt sich die Frage, wie geht es denn weiter? Bis Ende des Monats, das ist der sogenannte 18er Lauf des amerikanischen GFS-Modells, fallen in den Niederungen geschützt von den Mittelgebirgen 15 Liter, in den Mittelgebirgen selber und an den Alpen bis zu 110 Liter auf den Quadratmeter und im Nordwesten verbreitet sehr viel. Das heißt, der Februar wird ein deutlich zu nasser Monat werden, vor allen Dingen im Nordwesten. Da wird es richtig, richtig pitsche-patsche nass. Über 200% sind hier teilweise am Niederschlagssoll möglich. Erkennen wir auch hier auf der Alpen-Südseite, bleibt es recht trocken. Das spricht immer wieder für westliche bis nordwestliche Lagen. Und das ist auch eine gute Grundlage fürs Grundwasser und dann für die beginnende Vegetation in den nächsten Wochen und Monaten und vielleicht auch für den Sommer. Zu guter Vorletzt noch die Ensembles für den Norden Deutschlands. Das hier ist die 0-Grad-Linie, das Mittel aller Modellberechnungen. Und wir wogen da so hin und her über 0 Grad. Große Unterschiede dann Anfang März. Die mildesten Läufe gehen volle Lotte in den Frühling. Die kältesten Läufe machen nochmal richtig Winterwetter. Niederschläge sind immer wieder vorhanden. Die meisten jetzt in den nächsten 5 Tagen. Im Westen Deutschlands ein ähnliches Spiel, ein bisschen weniger Niederschlag, hinten raus auch große Unterschiede, aber alles bleibt im unwinterlichen Bereich. Im Osten Deutschlands ähnliches Spiel, weniger Niederschläge, hinten raus mehr jetzt am Anfang, da tut sich also einiges. Und im Süden Deutschlands, da gibt es einen Lauf, der geht, und das schon in der Berechnung, in der direkten Computerberechnung, auf 20 Grad. Da zwitschern nicht nur die Vögel, sondern da wird alles schlagartig grün. Aber es gibt im Gegenzug auch einen Lauf, der geht ganz, ganz tief in den Dauerfrostbereich in Verbindung mit Schnee. Da ist also mal wieder alles möglich. Niederschläge sind auch vorhanden. Und welche gemittelte Wetterlage steckt dahinter? Da haben wir das Azorenhoch, das liegt da, wo es hingehört. Das Islandtief liegt da, wo es hingehört. Dann haben wir noch ein Nordmeertief. Im Prinzip ist das exakt dieselbe Wetterlage wie in den vergangenen Wochen. Wir liegen genau drin an der 552er im Jetstream mit einer westlichen bis südwestlichen Strömung. Und wenn wir uns die lustigen bunten Farben da anschauen, dann sind da so Knicks drin mit etwa Abstufungen des Orange und Gelb. Das bedeutet, das Geopotenzial östlich dieses Hochs haben wir in der Höhe dann leichte Neigungen zum Tiefdruck. Das heißt, stabiles Wetter ist damit auf Dauer nicht in Sicht. Und zu guter Letzt noch die Temperaturen in 1500 Meter Höhe liegen bei um die 0 Grad, im Norden ein bisschen kälter, im Süden ein bisschen milder. Kein richtiger Winter, kein richtiger Frühling. Bis später.